Herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play. Wir spielen Mount and Blade. Ja, das ist ein Spiel aus der Ritterzeit und dann fangen wir mal an, das Tutorial zu spielen. Ich kann ja während des Tutorials noch ein paar Sachen erklären. Ja. In diesem Tutorial lernt ihr die Grundlagen und Bewegung, Kampf, bla bla. So, ja, wie man geht, ist klar. WASD. Waffe wechseln. Alles mit Maus. Maus drehen, also zack, ja, Schild nach unten, zack, schlagen mit links und gleich, wenn man einen Stab hat, dann kann man mit links auch noch, ne, mit links blocken. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Früher war das mein Lieblingsschabil. Ist aber schon was älter, aber es macht noch einen Heidenspaß. Also das ist nur ein Tutorial, wie man es macht. Ich weiß noch eigentlich ganz genau, wie das geht. Und ja. Ich glaube, jetzt müssen wir Bogen schießen. Drei Ziele, meine ich. Ich bin nicht ganz sicher. Wir können im Moment auch nicht schneller laufen. So. Man sollte die Bogenschießen immer ein bisschen höher ansetzen. Ja, das war jetzt unnötig, egal. So. Gut, das erste Tutorial haben wir jetzt gelernt, wie man schlägt und weiter. So, jetzt haben wir einen Kampf mit Schild. Nächstes Tutorial. Also, ich wollte ja weiter erzählen eben. Also, das ist ein Spiel, wo man in der Ritterzeit spielt, was man in der Ritterzeit spielt. Und, ja, das ist ja nicht schwer, muss ich einfach nur halten, 13 Sekunden noch. Und du kannst deine Truppen, kannst in Schenken, also in sozusagen Kasernen, kannst du dir dann halt deine Truppen zusammenstellen. Die kosten halt Geld und wöchentlichen Sold oder monatlichen, bin mir nicht mehr sicher. Jetzt zieht er sich zurück, das Schwein. So, mach Tür auf, wo geht's weiter? Hier. So, sich vor Bogen schützen. Außerdem kann man auch in die Ego, so zum Beispiel, da kann man auch gut sehen, wie Pfeile gleich drauf abprallen. So jetzt zum Beispiel. Oder ich kann halt auch so machen und mich dabei drehen. So, jetzt geht hier die Tür auf. Und ja, jetzt können wir uns hier, glaube ich, ja genau, das Schwert nehmen. Und jetzt können wir die Gegner da oben erledigen. Ich gehe dafür mal in die Ego-Perspektive wieder, wie ihr das mal seht. Ich wieder raus. So, die schlägt man hier nur bewusstlos, weil es ist ja nur ein Tutorial. Oh, da kommt er schon. Also, das ist noch gar nichts. Das Spiel ist so geil. Ich finde das Tutorial auch ein bisschen seltsam. Willst du wohl hauen jetzt? Ist der denn mal weg, ey? Ich bin gleich tot. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Wie verhält er denn aus? So. Glückwunsch. So, wir haben das auch gelernt. Jetzt gehen wir zurück. So, jetzt Kampf ohne Schild. Jetzt haben wir aber hier nur so einen Stab. Jetzt kommt das, was ich eben gesagt habe. Was man mit links blocken kann. So. Oder? Ja, Moment mal, wie blockt man denn jetzt? Moment nochmal, ich muss mal kurz gucken. Ah, mit rechts. So, immer wenn der neu ansetzt, muss man halt Rechtsklick drücken, damit der halt die richtige Position auswählt, um abzuwählen. Jetzt geht er nach oben, jetzt geht er nach links. So. Oh, ich dachte, er hört uns auf. Oh je. Und noch einen. Ja, genau. Wo ist denn jetzt? Ach, der geht wieder zurück. Okay. Jetzt kommt, glaube ich, ein schwerer Gegner mit Schild und Schwert, oder? Ne, nur mit Schwert. Ja, hau drauf. So. Ja, genau. So, und... Zack, und... Nein, oh lol.
So. Ja, und jetzt gleich können wir die alle wieder verprügeln mit unserem geilen Stab. Mit dem geilen langen Cock. Stab meine ich, sorry. Hab ich gerade versprochen. Nächste Stufe los. So, jetzt können wir die alle beseitigen. So, ich komme mit meinem langen Dildo. Zack, und zack, und zack. So, hau ich dir die Birne ein, du. Jetzt der mit dem Schwert, komm, jetzt zeig ich's dir. Come on, Bitch. Ego-Perspektive. Oh. Und... Oh, sexy girl. So, weiter. Das Reiten, das letzte Tutorial. Tutorial. Okay. Hier, das sieht man schon, ist eigentlich eine ganz gute Grafik. So sehe ich halt aus, aber man kann seinen Charakter eben noch verändern gleich. Wir machen uns gleich noch einen eigenen. Der ist nackt, komischerweise. Ich muss der Fahne hinterher reiten, fällt mir gerade ein. So, leggy leg. Oh ja, das gibt mir so ein Feeling. Der Bogen ist noch relativ schlecht, beziehungsweise... Hallo? Genau den Stab berühren? Ist ja scheiße. Egal. So. Und dann, also genau, man kann sich halt Truppen anordnen, man kann sich neue Waffen kaufen, man kann sich, man kann seine Fähigkeiten verbessern, alles kann man machen, alles wunderbar. Und ja, und wir machen das ganz ohne Cheaten, ne? Ja, ich denke mal, ne? So, und jetzt werde ich mal hier die Typen umhauen. Zack. Aber ich mache das schneller. Wenn ich jetzt immer reite und dann dagegen haue. Normal wären die Gegner jetzt eh schon tot. Weil so viel... Ah, okay, das weiß man nicht. Das Schwert ist noch nicht so gut. Und meine... Schlag... Okay, jetzt muss ich noch... zu schießen vom Pferd aus. Oh. So. So. No, fuck, der erste. Ah, herrlich. Wir haben das Tutorial jetzt abgeschlossen. Und jetzt können wir ein neues Game beginnen. Neues Spiel. Jetzt wissen wir ja die Grundregeln. Wir sind männlich. Was sind wir denn? Ein verarmter Adliger, ein Handelsreisender, ein Kriegsveteran, ein Jäger, ein Steppennomade, ein Dieb. Also ein Dieb ist eine Flasche. Ich glaube, ich mache Handelsreisender. Page am Hof eines Adligen. Oder das ist so ein fahrender Händler geboren. Also ja. Lehrling eines Handwerks. Gassenkind. Steppenkind. Gassen. Ladenfolge. Ich glaube, ich mache Lehrling eines Handwerks. Das ist eigentlich ganz gut. Troubadeur. Troubadeur. Ein Junker. Junker. Ein Universitätsstudent. Fliegender Händler. Ein Schmied. Schmied. Da kann... Oh, das hört sich gut an. Okay, mache ich mal. Obwohl die Unterschiede eigentlich wegen... Ja, irgendwann mal... Und die ganze Welt schien... Der Grund für diese Entscheidung war... Rache, der Fluss eines gibt Menschen, Wanderlust... Hinausruf aus dem eigenen Heim... Verlangen nach Geld und Macht... Verlangen nach Geld und Macht! Werdet ein Abenteuer... Ach so, werdet ein Abenteuer und reitet nach Caladria. Kein Abbruch ohne Speichern. Oh. Geil, wie nennen wir uns denn? Affenkopf. So. So, was ganz wichtig ist, mach hier erstmal Char. Das ist ganz wichtig. Und hier Stärke. Dann mache ich hier Eisenschwarte schon mal hoch. Schlagkraft schon mal hoch. Reiten auf 2. Berittenes Bogenschießen auf jeden Fall. Athletik erhöht eure Laufgeschwindigkeit 1. Und machen wir mal Schild. So, dann haben wir hier 10 Punkte, die geben wir mal hier für Einheitwaffen und Bogenschießen aus, weil ich werde in diesem Spiel eigentlich nur mit Bogen arbeiten, weil mir das, weil mir das andere irgendwie zu kackig ist, hier die, ich komme gerade nicht auf den Namen. So, Haut. Au. So, den lassen wir mal. Alter, den machen wir, uiuiui. Machen wir mal jung, Haarfarbe. Wie meine Haarfarbe, aber die so sieht man. Ach, egal. Haare. Zack, zack. Der sieht gut aus. Der sah gut aus. Zack, zurück. So, der sieht gut aus. So. Das lassen wir alles so. Das dauert alles so lange, wenn ich das jetzt mache. Nasengröße. Nasengröße. Oh, ich sterbe. Nasengröße.
Ja, genau so. Okay, dann sind wir jetzt mal fertig. So, irgendeine. Okay. Wir sind jetzt ein Typ. Wir können jetzt rumreisen, wie wir wollen. Auf unserem Wege folgen uns Banditen, die uns berauben wollen. Und jenes Meer. Affenkopf. Unterwegs, wir haben ja noch eine Geschwindigkeit von 7,6. Wenn man geht, sieht man das. 7,6 Geschwindigkeit. Und wenn man aber Truppen hat, dann wird das immer mehr. Immer und immer mehr. So. Immer weniger. So. Und wie es weitergeht, das seht ihr im nächsten Part. Wo ich dann wahrscheinlich gegen Banditen kämpfe. Und auch mir meine Truppen zusammenordne, meine Waffen kaufe und Rüstungen. So, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.